Ihr Lieben, ich probiere mal wieder ein neues Format aus, angefixt von meiner Pen That Palette Challenge. Ja, ich möchte Make-up-Produkte aufbrauchen. Und ich gucke das gerne bei einigen amerikanischen YouTubern. Und jetzt habe ich mir gesagt, du probierst dieses Format einfach aus. So, und zwar habe ich mir 10 Produkte rausgesucht, die ich aufbrauchen möchte. Deswegen nenne ich es Projekt 10 Pan, weil ich nämlich in 10 Produkten den Pan sehen möchte, was so eine Art Synonym ist für dieses, zeige euch mal meinen Blush, für dieses Fännchen hier unten drin, das man sozusagen leer macht. Warum dieses Format? A, wie gesagt, ich gucke es gerne und B, ich habe festgestellt, ich benutze ja eher, also jetzt zur Zeit, wie ich zu Hause bin, sowieso selten Make-up. Aber ich bewundere immer bei YouTube oder auch so im täglichen, im Alltag, Leute, die einfach so total fetzig geschminkt sind. Ne? Und dann denke ich immer, oh, die können das. Ne? Wo ich mir denke, ich habe doch Make-up zu Hause. Ne? Ich mache immer nur das Nötigste. Wenn ich morgens gut vor der Arbeit habe, ich wenig Zeit. Aber ich wette, die 3 bis 4 Minuten könnte ich da sicherlich investieren. Oder mal wann anders, wenn ich Zeit habe, sodass ich einfach andere Routinen entwickle. Ne? Das heißt, ich könnte mit meinem Make-up zufriedener sein, wenn ich einfach ein bisschen mehr Zeit und Lust und Probierlaune investieren würde. Und ja, dementsprechend habe ich in dieses Projekt einfach auch ein paar Produkte mit reingenommen, für die ich mir viel zu wenig Zeit nehme und wo ich mich so ein bisschen zwingen möchte, die doch öfter zu benutzen. Gemeint ist vor allem Highlighter und Bronzer. Ja, also quasi zum Konturieren. Beides mache ich eigentlich nur für YouTube und dann auch nicht immer. Was eigentlich schade ist, weil ich habe ja die Produkte auch da. So, zweiter Grund. Ich habe ein paar Produkte, die ich mindestens schon seit 4 Jahren da habe und irgendwann erreichen die auch ihr natürliches Verfallsdatum, wo man dann auch Ausschlag kriegen kann oder wo man die wegwerfen muss, wo ich mir denke, ich habe Geld dafür ausgegeben, also kann ich die doch aufbrauchen. Aber manchmal ist man halt, vor allem ich, so unachtsam in seinem Alltag und ja, finde ich sehr schade. Ja. Genau, und das sind eigentlich die 3 Gründe. Ich habe Lust dazu. Ich möchte das Projekt nutzen, um auch so ein bisschen über meine Make-up-Routine nachzudenken. Und drittens, ich möchte einfach aus den Produkten, für die ich Geld ausgegeben habe, auch den Gewinn rausholen. Genau, ich zeige sie euch. Wir hätten ein Produkt, das ist das einzige Produkt, bei dem ich mir vorgenommen habe, ich möchte es nicht alle machen, sondern ich möchte wirklich nur den Pennsehen, das Pfännchen, nämlich der Hoola Bronzer von Benefit. Ich habe glaube ich nur 2 Produkte von Benefit und das müsste, nee, 3. Ich habe den, ich habe dann den Rockateur Blush und dann habe ich noch das Augenbrauen-Kit und ich habe diesen hier schon sehr, sehr, sehr lange, weil ich nämlich selten konturiere. Und so sieht er auch mittlerweile ein bisschen aus und das finde ich einfach schade, weil ich glaube, das Ding hat über 30 Euro gekostet. Ne? So sieht er aus. Also es ist auf jeden Fall eine coole zu erkennen. Und das ist ein Produkt, wo ich sage, benutze es doch. Wenn du dich schminkst, also das heißt jetzt nicht, dass ich mich jeden Tag 1-2 Mal schminken muss, um diese Produkte alle leer zu kriegen, sondern wenn ich es benutze, dann benutze ich es doch einfach mal achtsam und gucke mal und probiere auch mal ein bisschen. Na, was kann ich denn alles so konturieren? Ja, ich habe da schon Videos gesehen. Ne? Aber wie sieht das bei mir aus? Wie viel kann ich tatsächlich machen, bevor es irgendwie billig aussieht oder so? Deswegen, das ist definitiv ein Produkt, was mich ein bisschen aus der Komfortzone bringen soll. Und wo ich aber sage, das kriege ich in den nächsten 3, 4, 5, 6 Monaten auf keinen Fall leer. Bei den anderen bin ich mir aber, bei 8 von 9 Produkten bin ich sehr zuversichtlich. Zum einen habe ich mir neu gekauft diese Tinted Day Cream von Essence. Die nehme ich mir jetzt auch mit in die Klinik. Habe ich heute auch benutzt. Gefällt mir recht gut, weil ich habe oft das Problem, dass ich irgendwie, egal welches Make-up ich benutze, es ist so cakey. Ja, so trocken. Und das hier ist wirklich sehr ölig. Ich habe fast das Gefühl, das ist ölig. Und für mich ist es gut, weil ich habe morgens halt einfach eine trockene Haut und ich bekomme erst im Laufe des Tages, wird mein Gesicht so ein bisschen ölig, wenn ich dann
Spitze. Ja, also ich habe so eine ganz komische Mischhaut. So, ja, Gym-proof, waterproof, deswegen habe ich es mir jetzt nicht geholt. Hier kann ich nicht sagen, wo ich aktuell damit bin. Ich möchte es auf jeden Fall leer haben. Dann ein Produkt, was ich lange Zeit nicht benutzt habe, wovon ich gar nicht weiß, seit wann ich es habe, nämlich von Douglas. Dieses Gentle Eye and Lip Makeup Remover. Dieses, wo man hier diese zwei Schichten hat. Und muss man dann... Ja? So, kennen viele von euch bestimmt. Ich benutze ganz einfach, weil ich ein bisschen faul bin, immer nur so ein Make-up-Tuch. Und dann, ja. Und ich denke mir, ich habe es gekauft. Es war, glaube ich, auch gar nicht so billig. Und ich habe mir das mal hier markiert. Jetzt habe ich es natürlich geschüttelt. Bis hier war ich. Und dass ich das Ding einfach alle mache. Da bin ich auch relativ guter Dinge, dass das was wird. Aber den werde ich mir nicht mit in die Klinik nehmen. Also das ist eher so ein Kandidat für, wird nach der Klinik aufgebraucht. Ein Produkt, was ich sehr liebe, was ich aber jetzt auch schon seit Sommer 2015 habe, also seit 4 Jahren, ist dieser Kiko Blush. Und ich liebe ihn, ich benutze ihn immer. Wobei ich sagen muss, im Winter hätte ich eigentlich mich mal trauen können. Ja, hier sieht man auch schon sehr viel Fändchen. Aber wie gesagt, ich arbeite daran auch schon seit 4 Jahren. Und ja, im Winter hätte ich eigentlich ein bisschen dunkleren Blush nehmen können. Aber der ist schön, der schimmert, der ist so leicht rosé. Ich komme mir damit nicht billig vor. Aber 4 Jahre, der muss ehrlich gesagt dieses Jahr einfach raus. Der Hula muss eigentlich auch raus, aber gut. So, dann benutze ich ja zurzeit diesen für die Augenbrauen, das Ding von Benefit, obwohl das gar nicht so schön ist. Ich bin aber generell mit Augenbrauenprodukten immer noch unzufrieden. Wenn jemand von euch da einen Tipp hat, dann gerne her damit. Und als zweites Produkt habe ich zurzeit in meiner Routine von Essence den Kisses from Italy Brows on Fleek Designer. Dieses Ding, und da hat man auf der einen Seite hier so ein, benutze ich eher selten, weil ich es meistens vergesse. So, ich bin mir auch mit der Farbe noch nicht sicher. Da habe ich jetzt noch so viel. Es ist relativ übersichtlich. Ich habe das mal hier markiert, wo ich aktuell bin. Und damit ich euch dann wirklich irgendwie bei ein paar Produkten euch ja wirklich einen Fortschritt zeigen kann, hier bin ich wirklich auch guter Dinge, dass das Ding alle wird, weil ich mir die Augenbrauen tatsächlich immer mache. Also das ist jetzt nicht wie bei dem Hula Bronzer, wo ich sage, konturieren. Ja, ein zweites Produkt, was ich viel zu selten benutze, ist ein Highlighter. Und zwar hatte ich mal in einer Glossy Box oder Pink Box von Da Vinci diesen Earth, heißt ja 05 Earth. So. Ja, habe ich ein bisschen voll gemalt. Sieht nicht so schön aus, ist aber okay. Für mich. Da ist, hier sieht es so aus, als ob noch sehr viel drin wäre. In dem Licht, muss ich sagen, sehe ich gar nichts. So, ich weiß nicht, wie viel ihr seht. Ich sehe hier in der Kamera nichts. Es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Rosé-Highlighter. Und ich muss sagen, meistens benutze ich Highlighter auch nur hier. Beziehungsweise, wenn ich hier so ein bisschen highlighte, dann eher ein bisschen mit einem mehr Silberton. So, heute habe ich ihn auch mal drauf. Bisschen vorsichtig noch. Und ich habe den quasi so lange geklopft, das hat eine Weile gedauert, funktioniert jetzt wieder nicht gut, bis der wirklich hier so sitzt. Und dann habe ich das quasi so gezogen und dann muss ich sagen, die Hälfte davon ist leer. Hier bin ich mir unsicher, ob ich das schaffe, liegt aber auch daran, dass ich eigentlich noch so ein bisschen so reinstippe und dann auftrage und nicht so rein und dann ordentlich klopfen, ne, wo dann erstmal irgendwie so 3/4 des Produkts weggehen und dann erst drauf, sondern nur ganz vorsichtig und dementsprechend schmeiße ich das Produkt quasi nicht weg, weil ich einfach zu vorsichtig mit Highlighter umgehe. Und ich finde, Highlighter ist etwas, wo ich definitiv noch ein bisschen rumprobieren kann. Ja, dann ein Produkt, wo man wieder nicht sehen kann, wo ich bin, nämlich diesen Catrice Cosmetics Glam and Doll Volume Mascara, den ich einfach vergessen habe. Ich habe letztens einen Mascara weggehauen, den ich nicht mehr vertragen habe. Da haben meine Augen immer gejuckt. Das war der von Sephora.
hat mir meine ehemalige Mitbewohner mitgebracht. Und ich dachte, ich hätte noch einen Mascara und ich habe ihn nicht gefunden und habe mir deswegen einen neuen gekauft. Ja, und deswegen habe ich gesagt, du nimmst jetzt einfach diesen Mascara mit hier rein und zwingst dich dazu, ihn aufzubrauchen, weil der schon ein bisschen länger auf ist. Der hatte dieses sehr kleine, feine Bürstchen, mit dem ich nicht sehr zufrieden bin. Also ich finde, also ja, der trennt schön die Wimpern, aber da kommt nicht so viel Farbe drauf. Deswegen, ich habe davon heute 3 Schichten drauf gemacht und dann dachte ich mir, naja, das ist jetzt immer noch nicht so viel. Dafür, dass ich eine Brille trage, brauche ich halt immer ein bisschen mehr noch, obwohl ich eigentlich gute Wimpern habe, ne? Aber durch die Brille geht immer ein bisschen was weg, auch was das Augen-Make-up angeht. Und da habe ich dann noch meinen anderen Mascara, habe ich dann noch die 4. Schicht drüber gemacht. Dementsprechend überzeugt mich nicht 100%, aber ich habe, wie gesagt, Geld dafür ausgegeben und ich kann ihn ja dann einfach benutzen. Bevor ich von den anderen Mascara 2 Schichten mache, mache ich davon halt 3 und dann noch eine 4. drüber. Klingt kompliziert, aber so kann ich wenigstens aufbrauchen. Und dann habe ich noch 3 Lippenprodukte. Ich hätte ja niemals gedacht, dass ich mal, ich glaube, es ist einmal in meinem Leben passiert, dass ich einen Lippenstift alle gemacht habe. So, und jetzt habe ich aber ein Lipgloss und 2 Lippenstifte, die wirklich so vor sich hin nibbeln. Man muss auch sagen, ich mache auch nicht täglich Lippenstift drauf. Gut. Und wenn ich morgens drauf mache, dann frische ich ihn nicht nochmal auf. Also ich bin kein großer Lippentyp. Aber das kann man ja mal wieder zum Anlass nehmen. Ne? Zum einen habe ich einen sehr hellen von Revlon. Bin ich sehr überzeugt von dem. Und zwar in der 005 Sugar Frosting. Kann man das gut sehen? Ist nicht mehr so viel. So sieht's aus. Und habe ich hier quasi... Boah. Ja, ich habe den Strich gemacht. Ne? Sieht man schon. Hier wäre... Ach, das Swatchen muss ich noch üben, Leute. So sieht er aus. Ich finde, der hat was sehr, sehr Lipglossiges. Der ist jetzt auch sehr warm gewesen, weil er in der Stube liegt. Sehr lipglossig. Dann habe ich noch ein High-End-Produkt, nämlich von MAC, den ich mir vor vielen, vielen Jahren mal, damals hieß er noch Empathy 25, jetzt heißt er, glaube ich, Life Worth Living oder so ähnlich. Oder habe ich das von ihr? Irgendeine Beauty-Tuberin. So, und dann muss ich mir den MAC kaufen und von dem ich auch sehr überzeugt bin. Also sie hat mir damals 2 gekauft. Der eine war eine Katastrophe und der hier war schön. Cream Sheen Cream Cup. So, das ist die Sorte. Und da hat man hier unten noch dieses Ding, was man dann natürlich noch auskratzen kann. Ansonsten ist es nur noch so viel. Ja, ich habe ihn aber auch schon seit 5 Jahren. Kann man eigentlich niemandem erzählen. Und ich habe es jetzt hier mal versucht anzumalen. Ob ihr das gut in der Kamera sehen könnt, diesen leichten schwarzen Strich, weiß ich nicht. Vielleicht ersetze ich den dann noch mit einem silbernen. Und das ist ein sehr schönes, sehr schöner Rosé-Ton, der so ein bisschen noch eine peachy, eine Korallennote hat. Also wirklich extrem gut. Das wäre einer, den ich mir sogar nachkaufen könnte. Ich habe nicht viel, also ich habe nur den von MAC und dann habe ich 2 Pinsel und ein paar Lidschatten. Hält sie also in Grenzen. Und der letzte, den habe ich mal geschenkt bekommen, der ist von NYX, ein Butter Gloss in der Farbe Creme Brûlée. Wirklich sehr schön. Hier kann ich jetzt nicht sehen, wie weit er ist. Sieht auch nicht so aus, als ob man generell hier reinschauen könnte. Ich weiß von einer Amerikanerin, die stellt die immer so ein bisschen in warmes Wasser und dann geht der Gloss so runter und dann kann sie quasi hier markern, wo ich mir sagen muss, ich bin mir nicht sicher, ob ich möchte, dass mein Gloss noch warm wird. Na, zerstört es dann irgendwie die Formulierung, das Formular. So, hier bin ich mir auch nicht sicher, wie viel drin ist. Wir werden es dann merken, wenn da einfach nichts mehr rauskommt. Das wäre er. Hier. Oh. Sehr schön. Ich muss dringend, dringend lernen zu swatchen. Also wirklich. Wenn ich weiter solche Formate machen möchte, dann sollte ich es dringend tun. Das sind die 10 Produkte. So, ich bin extrem
gespannt und ich liebe Challenges. Ich muss sagen, ich liebe Challenges. Und ich wollte sowas schon mal einfach für mich machen, aber warum nicht auch für YouTube? So, weil manche sind vielleicht wie ich und haben einfach Bock darauf, jemanden zu beobachten, der einmal im Monat ein Update macht und zeigt, wie viel er aufgebraucht hat. Und ja, ansonsten kann ich das auch für mich machen. Ich habe immer schon mal Produkte gehabt, wo ich dann irgendwie so einen schwarzen Strich... Nee, also hatte ich mit Nagellack auch schon mal. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich es nicht für YouTube mache, dann gebe ich irgendwann auf. Na, also ich bin wirklich so ein öffentlicher Challenge-Typ, was das angeht. Ja, ich freue mich sehr über die Challenge, dass ich mir heute Morgen spontan überlegt habe, du machst das jetzt doch. Und ja, mal gucken, wie oft ich Updates mache, ob sich ein monatliches Update bei mir lohnt. Ihr werdet dieses Video ja sowieso erst in anderthalb Monaten sehen, während ich in der Klinik bin. Deswegen für diejenigen, die gespannt sind, ist es relativ, weil ihr werdet das erste Update dann schneller bekommen, als wenn ich nicht in der Klinik wäre. Ja, weil ich dadurch jetzt eine ganz andere Upload-Frequenz habe durch das Vordrehen. Ist halt so. Jo, ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich freue mich auf meine Produkte und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann im ersten Update. Bis dahin. Tschüss.